Ich habe mich auf Völler konzentriert, weil ich wusste, dass jetzt gleich irgendwas passiert. Das ist Spukefluch. Das konnte ich ja nicht ahnen. Und als es geschehen ist, da wollte ich eigentlich aufstehen, um mir den Reikert vorzuknüpfen, weil ich wollte ihn auch verhauen dann. Dann hat aber ein Kollege mich hinten im Hosenbund festgehalten. Hätte ich den heiligen Rasen betreten, wäre ich wahrscheinlich nie wieder auf den Platz gekommen während der Weltmeisterschaft.1990 bin ich unterwegs gewesen, habe die deutsche Nationalmannschaft die ganze Zeit, das waren 6-7 Wochen, begleitet. Wir sind überall dabei gewesen. Wir haben nicht in den gleichen Hotels gewohnt wie die Mannschaft, aber wir waren jeden Tag mit denen irgendwie zusammen. Für mich war Rudi Völler eigentlich immer so ein grundanständiger Typ. Ich habe ihn auch so kennengelernt, dass er total in Ordnung ist. Total in Ordnung. Es hätte echt so mein Freund sein können. Also nicht mein Freund in dem Sinne, sondern mein Kumpel sein können. Der war richtig, das war ein richtig guter Kerl. Das Foto habe ich im Achtelfinale Deutschland gegen Holland gemacht. Die Atmosphäre im Stadion, das war, da erinnere ich mich auch dran, das war hammermäßig. Das brodelte richtig. Manchmal, das was knisterte. Das war gut. Und man saß ja ganz nah dran. Viel näher als die Zuschauer da. Und man spürt ja dann die ganze Atmosphäre ringsherum. Rudi Völler. Rüde gefault und das müsste jetzt mal gelten werden. Ich hatte gemerkt, da zwischen den beiden spielt sich jetzt gleich irgendwas ab. Dass das in der Form stattfand, das wusste ich und da konnte ja keiner ahnen. Aber ich wusste, oh, da geht der Punk ab. Die werden sich gleich kloppen. Irgendwas wird da passieren. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass der Reikert dem Rudi Völler einen in den Nacken haut. Damit habe ich gerechnet. Dass sie Spukefluch, das konnte ich ja nicht ahnen. Ich war empört. Es war furchtbar. Furchtbar für mich zu sehen, dass Rudi Völler angespuckt wurde. Das ist ja wohl das Allerletzte. Die anderen Fotografen haben wahrscheinlich nette Szenen fotografiert, wie der Spielverlauf da weiterging. Das hatte mich in dem Moment überhaupt nicht gejuckt, weil ich habe da nicht mehr hingeschaut. Ich habe gewusst, dass ich die fliegende Spucke habe. Das hatte ich im Gefühl. In der Hoffnung, dass es einigermaßen scharf ist. Weil man ja selber scharf stellen musste. Richtig scharf stellen. Ne? Und ich habe einfach nur Glück gehabt. Einfach Glück gehabt. Ich habe einfach meinen Job gemacht. Das war's. Der war wütend. Ja, richtig wütend. Beide haben ja die rote Karte gekriegt. Das war natürlich für alle natürlich auch ein Schock. Aber Deutschland hat 2:1 gewonnen. Und damit war alles gut. Ich habe ihm auch irgendwann mal eine Vergrößerung von dem Bild geschenkt. Das hat er genommen und ist dann gleich damit verschwunden, hat auch weiter gar nichts mehr dazu gesagt. Also da hat er sich immer schön bedeckt gehalten. Aber das war, ich fand's schön, ich habe ihm das Bild gerne gegeben. Eigentlich hätte man von diesem ganzen Spiel nur dieses eine Foto gebraucht. Alles ringsherum war uninteressant. Die Tore waren uninteressant, war alles uninteressant. Dieses Foto war das Schlüsselfoto.